Wie aktuell viele Deutsche haben auch Christina und Benjamin dieses Jahr einen Campingtrip geplant. Sie testen heute, welche Ausrüstung dafür wirklich nützlich ist. Los geht's mit dem sogenannten Hub-Zelt. Laut Hersteller soll es in einer Minute aufgebaut sein. Scheiße! Voll gut hast du das gemacht. Das geht in einer Minute. Darfst nicht so schnell sein. So, alles noch mal auf Anfang. Das Zelt muss eigentlich bloß aufgeschlagen werden. Hoppala. Sieht schon mal nach Zelt aus. Das geht auf jeden Fall schneller als erwartet. Dann noch den Boden verlegen und das Zelt mit Heringen befestigen. Und es steht. Ohne dass Christina und Benjamin einen Blick auf die Anleitung geworfen haben. Für die faulen Camper mega, weil es war ja in weniger als 2 Minuten aufgebaut. 1,90 Meter ist das Zelt hoch und soll bis zu 6 Personen Platz bieten. Also selbst mit fast 2 Metern. Cool. Außerdem gibt es 4 Ausgänge und genauso viele LED-Glühbirnen, die mitgeliefert werden. Zusätzlich kann noch ein Sonarpanel bestellt werden, mit dem sich zum Beispiel das Handy aufladen lässt. Das Zelt kostet rund 275 Euro, das Solarpanel 88 Euro extra. Die BBC bezeichnet das Hub als smartestes Zelt, das sie getestet haben. Sieht unser Testpärchen das ähnlich? Kostet nicht viel, es ist super schnell im Aufbau. Es hat genug Platz. Wir haben hier ein tolles Durchzugssystem und natürlich dieses coole LED-Panel zum Handyladen. Also 5 Punkte. Für das Hub-Zelt gibt es volle Punktzahl von Christina und Benjamin. Weiter geht's mit der Außenbestuhlung. Für ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre im Urlaub sollen aufblasbare Möbel sorgen. So entspannt wie der Zeltaufbau läuft es jetzt aber nicht. Warte, ich bin morgen fertig. Oder wir machen ein Wettrennen. Damit es dann doch nicht einen ganzen Tag dauert, gibt's eine Luftpumpe für die 2. Kannst du noch? Klar! Nach 10 Minuten sind der Sessel und das Sofa aufgepumpt. Aber es ist bequem, oder? Sau bequem. Den Sessel gibt es für 39,95 Euro. Das Sofa für 81,95 Euro. Lohnt sich die Investition? Das ist auf jeden Fall ein Hingucker. Aber es braucht lang zum Aufblasen, sogar mit Pumpe. Und es ist nach einer Zeit schon recht instabil, finde ich. Also es geht wirklich die Luft raus und vom Preis her geht, ja, besser. Geht besser. Von unseren Testern gibt es 3 von 5 Punkten. Zum Standard-Equipment gehört natürlich auch ein Campingtisch. Der Hersteller des Payball-Tischs verspricht neben Strapazierfähigkeit auch jede Menge Spaß. Er wiegt 12 Kilo und soll in nur wenigen Sekunden stehen. Und tatsächlich. Sieht auf jeden Fall cool aus. Schön. Vor allem, es ging schnell. Genauso schnell wird er vom Campingtisch zum Spieltisch. Das Set enthält dafür 2 aufblasbare Bälle und eine kleine Pumpe. Hast auf jeden Fall noch ein bisschen Spaß beim Campen. Bei dem Multifunktionstisch lassen sich 3 verschiedene Höhen einstellen. Kostenpunkt 199,95 Euro. Ich finde ihn ein bisschen teuer. Wir würden dem Tisch 4 Punkte geben, weil er echt schön ist, stabil, groß genug. Aber preislich würden wir 1 Punkt abziehen, genau. Als nächstes testen Christina und Benjamin einen faltbaren Campingtoaster. Das Metallgestell wiegt etwa 300 Gramm und wird auf einen Campingkocher gelegt. Ja, aber siehst du schon was? Ich sehe noch nichts, nee. Nach 3 Minuten ist der Toast zwar noch nicht gebräunt, aber es tut sich was. Es ist schon ein bisschen leicht kross, ja. Und wie sieht es nach weiteren 2 Minuten aus? Die andere Seite ist noch wie vorher und ist auch kalt. Und die andere Seite ist so, also für mich ist nicht mal lauwarm, gell? Für mich sieht ein Toast anders aus. Dafür ist der faltbare Toaster mit 6,99 Euro recht günstig. Weil sie ihren Toast aber lieber braun mögen, vergeben Christina und Benjamin 2 von 5 Punkten. Und jetzt darf unser Testpaar seine weißen T-Shirts mit Marmelade einsaugen. Dieser Waschsack soll nämlich doppelt so effektiv wie die Wäsche per Hand sein. Er kostet 49,90 Euro. Alle Schritte werden auf dem Beutel erklärt. Shirts rein, Wasser drauf, etwas Waschmittel und dann ordentlich schrubben. Ich glaube, wir haben sogar Kinderspaß dran, dann mal die Wäsche zu waschen.
Im Waschsack sind Noppen, die den Schmutz lösen sollen. 30 Sekunden bis 3 Minuten soll das dauern. Unsere Tester kneten die vollen 3 Minuten. Und? Also ich kann noch ganz klar den Smiley erkennen hier. Dafür, dass wir 3 Minuten wirklich gemeinsam rumgeschrubbt haben, ist das Ergebnis jetzt nicht so der Brüller. Vielleicht hätten sie doch mehr Waschmittel nehmen sollen. Bei diesen hartnäckigen Marmeladeflecken überzeugt der Sack nicht komplett. Deswegen vergeben Christina und Benjamin 2 Punkte. Trotzdem, die beiden haben ihre Ausrüstung zusammen. Dann kann der Campingtrip ja starten.